Leute, ich suche nur meinen toten Kumpel. Hier geht's gar nicht um euch. Bitte macht kein... Was ist denn hier? Könnt ihr mithelfen? Hier ist jemand verschollen. Ich versuche ihn zu retten. Shit, wo ist er denn hier? Die haben sie doch hier noch extra platziert, oder? Dass die hier alle sind. Ja, 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 da brauchst du gar nicht so komische Geräusche machen. Hier liegt eine Leiche und das ist einfach kein Spaß, ja? Da könnt ihr mal kurz euer Kostüm fest unterbrechen. Runter vom Baum, das ist Private Property hier. Das ist alles Privatbesitz. Hä? Wer ist er denn jetzt? Ist hier gerade Aktivistendemo oder was? Störe ich gerade bei irgendwas? So. Vorsicht, Vorsicht, ich bin sehr aggressiv. Gegen Büsche. Ich hasse Büsche. So. Widerliche Büsche. Drecksbüsche. Das klingt aber nach einem Kannibalen. Wo ist denn der Typ? Hä? Auf der Map ist er ganz woanders. Leute, entschuldigt bitte. Der ist ganz woanders. Nee, jetzt laufen wir mal bitte nicht in den Weg. Ich will euch ja auch nichts. Nein, der hat sich gerade einen Zeh gestoßen. Oh. Das ist aber nicht cool. Ja. Wer hat denn den beerdigt? Und vor allen Dingen brauche ich dafür wieder einen Schaufel? Nee, offenbar nicht. Oder doch? Ich glaube... Ich glaube, ich muss den ausbuddeln. Ach, ist das ätzend. Ich brauche erstmal eine Schaufel. Lass mir eine Schaufel, nervt mich. Weil ich nicht weiß, wo es die Schaufel gibt. Nicht spoilern, aber ich weiß nicht, wo es die Schaufel gibt. Oh, ist das nervig. Nimm eine Beere. Dann kann man sich den Weg ja auch komplett sparen. Das Problem ist... Der andere Punkt ist im Wasser und im Wasser sind Haie. Also, wir haben, der grüne Punkt braucht eine Schaufel, der lilane Punkt braucht wahrscheinlich eine Schaufel, obwohl ich kein Symbol gesehen habe, aber es sieht halt so danach aus, weil da sonst nichts ist. Oder ich bin wieder zu früh gegangen, aber da war halt irgendwie nichts außer dem Grab. Oh, da komme ich nicht runter, ne? Da brechen wir bestimmt mindestens 30 Sachen. Okay. Naja gut. Ich frage mich, wie es zu Hause aussieht. Ich frage mich, wie es zu Hause gerade aussieht. Ich hoffe, da ist alles gut. Ja, ich glaube, ich muss... Komme ich hier irgendwie runter? Nee, ne? Kann ich hier wieder die... Kann ich hier so eine Rutsche runternehmen? Nee. Okay, wir müssen da irgendwie... da hinten irgendwie hin. So. Ich frage mich, wenn wir nach Hause kommen, der Kelvin hat immer noch den Befehl, dass der Bäume erntet, ne? Ich habe ein bisschen Angst, was der Kelvin da veranstaltet. Falls der wieder auf dem Bein ist, natürlich nur. Kann auch sein, dass er halt immer noch Liegestütz macht. Aber wir sollten vielleicht zwischendurch doch mal vorbeigucken. Nicht, dass es dann nicht mehr The Forest heißt, sondern einfach so Landschaft. Irgendwann. Ich könnte mir das gut vorstellen. Hm.
Oh, weia. So. Ich hoffe nur, wir müssen nicht tauchen für das dritte Leader-Ding da. Weil, ne, wir haben wieder Wasserflaschen gefunden. Es gibt also wieder ein Scuba-Gear. Irgendwo. Conveniently. Wäre nice, wenn man sich ein Bötchen bauen könnte, aber naja, ich glaube nicht, dass es geht. So. Ich muss übrigens trinken nebenbei. Ich vergesse die ganze Zeit zu trinken, ne? Ich merke das immer. So. Aha. Sehr gut, sehr gut. Hier sind wir im Winter schon rumgelaufen. Das war, glaube ich, die Stelle, wo wir das sehr realistische Wasserverhalten hatten. Ich glaube, das war hier. Andererseits sieht hier sehr viel sehr ähnlich aus. So, also. Ganz kurz. Ich nutze die Gelegenheit, meinen Eindruck von Forest 2 ist folgendermaßen. Ich finde, ironischerweise kannibalisiert sich es sich etwas selbst. Denn ich habe, immer wenn ich hier rumlaufe, habe ich das Gefühl, der Basebau lohnt sich im Grunde genommen, da hinten ist das rote Ding, lohnt sich im Grunde genommen nicht wirklich, was okay ist. Ja, was okay ist, weil das Bauen macht an sich sehr viel Spaß. Das Bauen macht wirklich viel Spaß. Ich finde das Bausystem tausendmal besser als im ersten Teil, wo man diese Blueprints gemacht hat, wo man nur Sachen reingekippt hat, weil man hier die Häuser halt einfach selber ein bisschen gestalten kann, die Querbalken, die Wabo. Das ist wirklich ganz geil. Aber hinderlich ist, wenn man auf einem Normalspielstand alle 2 Minuten Besuch bekommt, macht der Baumodus wenig Spaß. Ja, deswegen, ne, wo ich den Rage Quit gemacht habe. Da macht es dann wirklich, irgendwann ist es halt einfach nur noch frustrierend, so ab einem gewissen Punkt. Weil eigentlich ja bei Forest, ich will nicht sagen, der Survival-Aspekt, der ist eigentlich bei allen Survival-Games eigentlich relativ schnell abgefrühstückt. Sobald du Nahrung und Wasser hast, bist du eigentlich durch. Und vielleicht noch ein Dach über dem Kopf. Aber hier haben sie, also hier ist halt die Story mit drin und ich habe festgestellt, viele Leute spielen Forest 2 eher wie COD von Mission zu Mission, was ich ehrlich gesagt, was ich persönlich nicht machen würde. Currywurst. Nimm doch eine Currywurst. Currywurst. Aha. Hier ein Fuß. Das ist aber ein schöner Fuß. Oh, guck mal, da ist ein Kopf drin. Oh, ein neues Leben beginnt. Oh. Und ein Po. Ein schöner Po. Hier ist noch ein Po. Und, zeig mal Füße. Ich muss jetzt immer das zeigen. Wenn jemand sagt, zeig mal Füße, dann kommen die hier ins Bild gefahren. Oh. Was war denn hier? Ach, ein Stein. Wieso findet man hier keine Austern eigentlich? Ja, Seil. Können wir wieder nehmen? Nein, haben wir immer noch voll. Ich wünsche, wir hätten mehr Klebeband. Ich bin ein bisschen verführt, in diesem Labor, das wir gefunden haben, Safe Load zu machen, um mehr Klebeband zu haben, um uns endlich mal Knochenrüstung zu machen. Weil ich finde, Klebeband für die Knochenrüstung finde ich so überteuert. Wie kommen wir denn da raus? Wie ist der Typ da rausgekommen? Wie soll man denn da hinkommen? Ich werde unterwegs gefressen, das weiß ich jetzt schon. Ich baue eine Brücke, Leute. Ich baue da jetzt eine Brücke hin. Sicher ist sicher. Ist ein Survival-Game. Aha. Seile. Diese Bucht wäre ideal für ein Haus. Man kann übers Wasser bauen. Das Wasser friert nicht zu. Hinten gibt es Süßwasser. Also der Fluss bringt neues Wasser. Wir haben Wälder ringsrum.
Das hier wäre eine sehr gute Location für ein Haus. Eine strategische Location für ein Haus. Ich fange die jetzt nicht an, aber ne, just saying. So. Schon lange nicht mehr so viel gespeichert wie hier. So. Jetzt zeige ich euch mal, wie man stirbt. Unter Wasser kämpfen geht auch nicht. Hundert pro ist doch dann Hai ringsrum oder irgendwas. Da war ein Lachs. Der hat auch schon fast angegriffen. Ich höre ihn schon. Habt ihr ihn gehört? Oh Gott, ich komme nicht rein. Wie soll ich denn da reinkommen? Boy, Junge, Junge, Junge. Da ist der Hai schon wieder. Wie lange brauchst du, um reinzukommen? Der Hai ist da. Oh. Hat uns aber nicht erwischt. Da ist er. Ich wusste es genau. Schnauze da unten. Mist, ich muss pinkeln. Was? Holographic World. Patrick M. Knight, Holographic World. Paralleluniversum, Hologrammwelten. Habe ich. Kann ich nicht gebrauchen, ne? Okay. Habe ich auch voll. Weißt du was? Sloppy Joe. Oh, Sloppy Joe. Sloppy Joe. Meine Frage ist. Was ist denn das? Achso. Kommen wir wieder zurück, ist meine Frage. Ich muss pinkeln. Ich muss wirklich dringend pinkeln. Lecker aber. Woran ist denn der gestorben? Der hat ein Ding jetzt auf den Kopf gekriegt, ne? Ich würde gerne seine Klamotten anziehen. Okay, der Hai. Ich würde hier gerne speichern, aber hier geht er nicht. Da ist er. Ich habe ein bisschen Bammel, dass wir da in den 30.000 Pfeile reinjagen können in den Hai. Und das bringt nichts. Und ich weiß nicht, ob ich die Munition von der Knarre verschwenden will, aber wir müssen wahrscheinlich, ne? Wo ist denn die Knarre? Hallo? Wo ist denn die Knarre? Bin ich blind? Nein, das wollte ich nicht. Okay, das geht. Ich sehe überhaupt nicht, wie viel Schuss ich noch habe. Ich hätte direkt reinballern sollen.
ich hasse diese Spiele, wo man nicht oben drauf bleiben kann. Wo man so runtergletscht immer. Soll ich es wagen? Soll ich einfach los? Ah, ja, nein. Ja, nein, ich habe ihn gesehen. Problem ist, wenn wir im Wasser sind, können wir nicht zielen. Also können wir nicht ballern. Habe ihn gerade gesehen. Da war er gerade irgendwo. Wir hätten ihn direkt... Ich hätte direkt ein paar Mal reinballern sollen. Jetzt kommt er nicht mehr. Der ist leider schlau. Da ist er. Oh, ich wollte gerade los. Jetzt ist er down. Ich weiß nicht, was das war. Aber wir haben keinen Damage. Ganz kurz verschnaufen. Und durch. Ich habe unser Zelt gar nicht abgebaut. Wir haben eine Knarre. Und wir haben noch ein Funkgerät. Wir haben noch irgendwas anderes mitgenommen, ne? Wir haben noch irgendwas anderes mitgenommen. Ich weiß nicht genau was. Den GPS-Sender wahrscheinlich. So, das war das Ding, wo ich eigentlich dachte, da kommt man nicht hin. Der ist vergraben. Bei welchem grünen Punkt waren wir denn schon? Waren wir bei dem grünen Punkt schon? Nee, ne? Ich glaube, bei dem waren wir noch nicht. Ich habe inzwischen... Ich weiß leider nicht mehr. Ich glaube, ich müsste mir mal irgendwie eine Map aus dem Netz ziehen oder so, damit ich mir mal markieren kann, wo wir waren und wo nicht. Oh, die Blair Witch Hexe ist auch da. Die Blair Witch Hexe ist auch da. Oder wir machen ein kleines Osterfeuer hier. Ja, weißt du, meine Sachen kann man aber auch umlaufen. Aber die Sachen, die die Ureinwohner hier bauen, die sind einfach für die Ewigkeit. Sag mal, frech. So. Ich hoffe, es wird nicht... Nee, wird nicht dunkel, ne? Gut, trinken, essen. Ganz kurz, ich würde nochmal schnell meinen Wasservorrat, oder? Müssen wir das? Das ist eh in der Nähe vom See. Das schaffen wir noch. Was haben wir hier Schönes? Hallo. Da ist wieder Markt. Da mache ich wieder mit. Konservolix. Ja, brauchen wir aber gerade nicht. Katzenfutter ist so lecker. Eine schöne Bibel. Ein kleiner Sarg. Katzenfutti. Ein schöner Oberschenkelknochen. Ein Köpfchen. Wer hat denn hier Särge? Wer hat denn auf der Insel Särge mit? Bestimmt Sergei. Ist der Brüller. So. Okay, da müssen wir jetzt hin. Du 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 du. Schnubbediebeldiedudududidu. La da da. Es macht einfach Spaß, hier zu flanieren. Es ist einfach schön. Ich muss sagen, ich mag Winter in Spielen, aber hier mag ich doch lieber, wenn es grün ist, spazieren gehen, weil im Winter sieht das alles sehr trostlos und leer aus. Wenn es grün ist, ist es wenigstens schön. Da habe ich das Gefühl, ich gehe hier irgendwie spazieren oder ich mache hier Nordic Walking, weißt du, oder einfach mal ein bisschen raus ins Grüne, während ich mit meinem feisten Arsch noch zu Hause sitze. Ja.
So. Da tut man mal was für sich, weißt du? Okay, wie sieht's aus? Trinki, trinki. Essen alles super. Ausdauer, naja, ist eh immer am Arsch. Unsere Ausdauer ist irgendwie... Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich habe halt jahrelang trainiert, ne? Ich war im Korps, Leute, ich war im Korps. Ich habe jahrelang trainiert. Jeden Tag, zack, zack, Hubblebänder, Liegestütz, alles. Und am Ende bringt's dir gar nichts. Du kannst aber nur 3 Meter laufen, bist sofort erschöpft. Weil dein Körper komplett kaputt ist. Ach, das ist wieder hier. Ist das doch wieder der? Nee, warte mal. Das war ein lila Punkt. Hier sind nur viele Büsche. Oh. Pfeilblatt. Aha. Ich dachte gerade, da wäre jemand. Chicorée. Ich würde wahnsinnig gerne zu Hause Pflanzkästen machen. Das habe ich vergessen. Ich wollte noch Pflanzkästen machen. Und alles anpflanzen, was wir so haben. Und dann mal gucken. Ah. Ah. Golf-It. Ah, Lachsbeersamen. Cool. Höhle. Höhle. Der ist auch noch frisch. Hä, der Wagen sieht schon voll oll aus, aber er ist noch komplett frisch. Gut, deine Augen sehen nicht mehr so gut aus, aber... Warum wollte der hier... Die sammeln hier Proben. Die sammeln Proben von der Flora und Fauna. Ah, hier. Ich finde, bei der Leiche ist der schönste Ort zum Schlafen. Dann ist man nicht so alleine. Warte, hier. Einmal speichern. Was soll schon passieren? Ich würde auf der Map wahnsinnig gerne... Ach komm, wir sparen die Batterie der Taschenlampe. Ich nehme mal das hier. Ich würde... Okay. Wenn er hier reinfahren wollte, gibt es doch hier bestimmt auch wieder so ein Büro oder so. Wie wollten wir mit dem Golfkart hier runterkommen? Jetzt habe ich mich ein bisschen erschrocken. Vor den Fledermäusen. Okay, da unten sieht gut aus. Guck mal. Da wäre der mit dem Golfkart auch reingefahren. Food and Dining. Ja! Ja, Food and Dining. Rein da. So viel Food. Oh, so viel Dining. Warte, hier mache ich wieder so. Speckstück. Selber. Irgendwas flattert hier. Baking Flour, okay. Schon wieder Austern. Warum können wir Austern sammeln? Wer mag denn Austern? Außer Steve Austern. Okay, huch. Thought you might find this interesting. Von Sahara Co. Die kennen wir aus dem ersten Teil. Sahara Co. Von Hector Lita an Jackson Polet. Von Puffton Industries. Find this interesting. We are calling it Artifact 1. Might be related to that cube you guys found. Das Artefakt. Artefakt. Das Artefakt kennen wir aus dem ersten Teil. Das kennen wir aus dem ersten Teil. Da war ja auch. Da steckt man mal einfach Leute rein. Die dann völlig unbeschadet wieder rauskommen. Jemand hat in voller Pfeile
Jemand hat ihn einfach voller Pfeile gesteckt. Okay, gespickt. Ich bin ganz ehrlich, für so ein Food-Ding ist sie aber ziemlich leer. Food for tonight's event only. Ja, ja, tonight's event ist aber durch. Würde gerne mal wissen, was das war. Jetzt kann man die Schläuche denn nicht mitnehmen. Ich würde hier viel mehr mitnehmen. Das Einzige, was er mitnimmt, sind die Kellogg's Flakes. Kellogg's Flakes hier. Cornflakes. Entschuldigung, Kellogg's Flakes. Fresh until Tuesday. Oh. Der war auch fresh until Tuesday. Heute ist leider Mittwoch. Oh nein, nicht schon wieder. Okay, wir brauchen eine Schaufel und eine Karte. Schon wieder diese komische Masse. Was ist denn das? Ja, die sind festgehangen, aber da oben ist schon diese komische gallertartige Masse. Hm. Stups. 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 Was immer das ist, ich habe keine Ahnung. Ist es vielleicht wieder ein Polymer? Stups. Wie bei einer Schaukel, man gibt einfach mal gerne Anschwung. Schups, stups. Was ist das hier? Nichts für uns. Speckstück? Steakstück? Aha, aha. Können wir die Virginia geben vielleicht, dass sie sich erinnert? Dass sie einstmals, ich meine, sie ist immer noch ein Mensch, also nehme ich mal an, ich weiß es halt nicht. Wo ist denn die Grenze zwischen Mensch und Mutant? Wenn ich mich so in der Innenstadt umgucke, ist sie manchmal sehr fließend. Ah. Raw Fleisch. Ja, muss ich liegen lassen, leider. Oh, noch mehr Raw Fleisch. Was ist denn das? Ramennudeln, na klar. Aber die esse ich doch nicht, die behalte ich im Inventar, damit es noch voller aussieht. Okay, wir brauchen also noch eine Karte. Und die Karte finden wir bestimmt erst, wenn wir eine Schaufel haben, weil die irgendwie verbuddelt ist oder so. Ich kann es mir richtig ausmalen. Das ist so eins wie bei Wimmelbildern einfach. Du brauchst erst das eine, dann kriegst du irgendwann das andere und dann wirst du von A nach B geschickt, aber du weißt weder, wo A ist noch B. Huch, was? Ah ja, schon wieder Würfel hier. Speckstück, Steakstück. Ich hoffe, die laufen nicht ab. Wo ging es hier raus? Da. Dann klappern wir mal weiter ab. Dann klappern wir mal weiter ab. Ich glaube, es gibt schon den ersten 10 Minuten Speedrun, wenn ich es richtig gesehen habe. Nun. So. Huch. Boah, der Vogel greift mich voll an. Oh, Alter, halt doch mal die Schnauze. Boah, Junge. Ich wollte hier gerade speichern, Mann. Es wird dunkel. Komm da runter jetzt. Komm jetzt da runter. Okay, ich speichere hier nicht. Bitte nicht angreifen, ich habe keine Ausdauer. Dankeschön.
Ich komme manchmal echt herzlos vor. Ah, jetzt holen wir wieder Verstärkung. Oh, fuck you. Ich wollte gemütlich was trinken. Man kommt sich ja manchmal sehr herzlos vor, aber... Entweder die oder du. Man hat nicht immer die Wahl, wie zu Hause auf dem bequemen Sofa. Auch ich dachte einst, man könnte sie alle verschonen. Doch keine von ihnen ist es überlebenswert. Die Jahre auf der Insel haben mich zu einem anderen werden lassen. Man sieht das Leben plötzlich mit anderen Augen. Man weiß Dinge, hat Dinge gesehen. Dinge, die dich formen. Wie zum Beispiel der George Foreman Grill. So, jetzt mache ich mal ganz kurz hier. Dann schlafe ich eben hier. So. Zu trinken haben wir auch. Das Leben meint es gut. Nam, 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 nam. Und dann hoffentlich können wir schlafen. Ich speichere vorher nochmal.